Es ist ein Brief. Hier. Oh, da wäre ich falsch gelaufen. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. So. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen nach draußen. Herzlich willkommen zu Gothic 2. Ach du, ja, oh je. Ich hab in ein Wespennest gestochen. Unangenehm. Okay, oh, einer reicht. Genau, ich muss halt noch mehr Tiere ausnehmen lernen, ne? Das ist wichtig. Da kommt wieder einer. Es gibt auch andere Strategien, glaube ich. Oh, also greift er jetzt das Irrlicht an. Meine Güte, das geht mir so auf den Sack. Da schlägt er das Irrlicht... Oh, meine Güte. Das Irrlicht angegriffen. Das ist so nervig, dass der immer das Irrlicht anvisiert, ne? Oh, Mann. Könnte ich außer Haut fahren? Dann wären wir nochmal ganz auf entspannt jetzt, ne? Irrlicht, du kannst erstmal weggehen. Geh, hau ab, du. Ich brauch dich nicht. Jetzt brauche ich gerade nicht. So. Wobei es zwar auch ganz nett ist, weil das ja auch angreift, ne? Dickes Ei, Leute. Was habe ich mir hier ausgedacht? Das ist... Oh, so eine geile Idee. Das ist so eine wirklich phänomenale Idee. Aber ich krieg das immer nicht hin. Ah, guck mal, wie viele Pfeile die schlucken, hä? Wie viele Pfeile ich dafür brauche. Dann machen wir nochmal gebratenes Fleisch. Zack. Hätte ich vielleicht nicht verkaufen sollen. Wir haben noch 23 Fische. Ich kann mich noch heilen, also alles gut. So, den einen lassen wir jetzt in Ruhe da unten. Ach, eigentlich auf der anderen Seite. Warum soll ich den einen in Ruhe lassen? Ich habe doch hier einen supergeilen Degen. Wir nehmen einfach mal den anderen Degen. Wir nehmen mal den. Der macht weniger Schaden, aber macht die Waffe besser. Ist vielleicht ein bisschen schneller am Start. Wir gucken einfach mal. Jetzt, wenn wir nur noch einen Gegner haben, vielleicht ist dann der kritische Treffer stärker. Ich höre hier was. Ja, ja, der hat mich auf jeden Fall zu oft getroffen. Irgendwas höre ich hier. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Vielleicht ist der Degen doch nicht so geil. Also, weiß ich, fandet ihr jetzt, dass das schneller ging? Irgendwie, ich weiß nicht so richtig. Was die Anzahl der Schläge anging, war es jetzt nicht so geil. Was ist das? Was höre ich hier? Irgendwas ist hier. Gibt es hier Vögel oder was? Ist hier ein Vögel im Baum? Tja, ich muss ja irgendwie wieder rauskommen hier. Ne? Also reingefallen bin ich ja auch in das Loch. Das ist nur Kulisse? Das ist ja auch verrückt, dass es sowas gibt. Nein! Oh nein! Das sind Vikes! Oh nein! Ich komme nicht mehr raus. Ich bin gefangen. Du hattest recht, hier geht's nicht weiter. Da oben geht's auf dem Weg. Ich muss jetzt an den Vikes vorbei. An den Wagen? Wie sagt man das? Also Fakt ist, da gehe ich drauf jetzt. Oh nein! Und das ist Schattenläufer! Oh nein! Oh, nee, ich komme ja nicht mehr raus. Scheiße. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe schon... Die sieht man schon vom Weiten. Die sieht man vom Weiten. Oh, wie komme ich an denen vorbei? Da unten waren Schattenläufer und dann ist da unten eine Höhle. Also wenn man hier, wenn da unten eine Höhle ist, heißt das ja, man kommt hier runter, man kommt auch wieder raus. Aber die Frage ist jetzt, wo komme ich wieder raus? Ein Wagfell bringt richtig Geld. Ach, du dickes Ei. Ich habe keinen Teleport. Ich komme doch hier nicht mehr mit... Also, Teleporter oder was? Da oben ist auf jeden Fall, da oben muss ich hin. Ach, guck mal da. Ah, guck mal hier. Ob ich hier hochkomme? Vielleicht hätte ich da sogar was. Aber hier kommen wir wieder raus. Ich höre irgendein Geräusch. Meinst du, ich soll eine Verwandlung nehmen und dann irgendwie als Snapper oder was gegen die Viecher kämpfen? Idee. Oh, Wölfe. Als Idee ganz geil, muss ich mal sagen. Ne? Gefällt mir die Idee. Na komm, kleiner Wolf. Komm. Wir probieren mal das Schwert hier aus. Oh. Ja, dass du gesprungen kommst, habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Ja, da macht zu wenig Schaden. Guck mal. Kriegt nicht mal einen Wolf kaputt. Ich muss hier auch einen Degen nehmen. Immerhin, 19 Erfahrungspunkte, ne? Ich glaube, da ist noch irgendwo ein Wolf, glaube ich. Die Wölfe sind nicht alleine unterwegs. Da hinten sind noch Hornissen. Ich probiere jetzt einfach nochmal. Ich glaube mal wirklich, also das bringt was mit den plus 5 Punkten. Wenn ich zum Beispiel dem Lager beitreten will bei den Söldnern, da hätte ich es gebraucht. Und da bin ich aber nicht drauf gekommen. War ich zu blöd für. Ich hatte mal einen Versuch gemacht. Da hatte ich 10 Erfahrungspunkte investiert. Ich hätte es nutzen sollen, habe ich aber nicht. Oh, kann ich hier ausnehmen? Auch nicht. Ich kann nicht mal... Was ist das denn? Warum kann ich denn da nichts ausnehmen? Ey, so ein Scheiß. Aber wir sind ja eh... Guck mal, wir sind ja hier eh am alten Lager. Ich kann noch mal gucken.
Bei wem soll ich mal was lang gehen? Was wäre denn jetzt schlau? Nochmal Tiere ausnehmen zu lernen? Oh, Wolf. Na klar. So, das, da ist ein Pfeil runtergefallen. Meine Güte, ey. Also macht das jetzt vielleicht Sinn, dass schnell, hier ist ein Pfeil runtergefallen. Ich weiß nicht, wo der herkam. Du hast mir einfach aus der Hand gefallen. Aus der Tasche. Macht das Sinn? Wir essen mal, komm, Wanzenfleisch. Hier, guck mal, geil. 3 Lebenspunkte. Ach, hör doch auf, ey. So sinnlos. Man hört auch die Stimmen. Also wir sind hier nah an der Stadt wieder dran. Und zwar an der anderen Seite, sodass wir von hier aus direkt zum Kloster laufen können. Oder bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Nee, ne? Hier ist doch die Stelle, wo ich einfach ohne Probleme Richtung laufen kann. Aber hier sind wir auch bei Daron, bei den Händlern. Was könnte ich denn am besten nochmal lernen? Also, was macht jetzt das Sinn? Ah, okay. Was soll ich machen? Ein Händler mal lernen und die, wir könnten noch 5 Punkte in Tiere ausnehmen, oder? Weil es geht ja am Ende ums Geld. Wir brauchen ganz schnell, also ganz frühzeitig eigentlich schon, brauchen wir viel Geld. Und da macht es vielleicht tatsächlich Sinn, mich zu verbessern bei Geschick, weil der Degen braucht Geschick. Und, aber Geschick... Für den König. Da brauche ich 10 Punkte. Da brauche ich 10 Punkte... um einmal Geschick zu verbessern. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr viel zu teuer. Einhänder macht Sinn, ne? Der ist der... für die Horde. Ist der Degen... Ist der Degen sinnvoll für... Für Einhänder? Also, der Degen ist ja eine Einhandwaffe. Guck mal, wenn wir jetzt unseren Degen mal angucken. Ich brauche Geschicklichkeit dafür. Das heißt also, die Degen scheinen Geschicklichkeit zu brauchen. Aber gleichzeitig ist es eine Einhandwaffe. Also nehme ich mal an... Wenn ich jetzt eine Einhandwaffe verbessere, ausnehme. Das machen wir. Also ich gehe jetzt, auf jeden Fall gehe ich jetzt zu Bossbar und dann nehmen wir jetzt ausnehmen. Das sollen wir nochmal beibringen hier. Und ich gebe ihm auch gleich mal ein paar Fälle. Guck mal hier. Du bist zur Miliz gegangen, hm? Ja. Mir soll's egal sein. Hauptsache, du erlegst neben Orks und Banditen noch ein paar Wölfe. pass auf. Ich möchte... Also ein paar Fälle abgeben. Ich habe ein paar Fälle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Gut. Okay, macht keinen Sinn. Bögen bauen brauche ich nicht. Geschickter werden will ich nicht. Lederverarbeitung brauche ich nicht. Was kann er mir verkaufen? Pfeile nehme ich natürlich mit. Aber die sind immer noch sehr teuer, ne? Aber ich brauche die Pfeile unbedingt, weil ich sonst, ich schieße ja immer daneben. Die nehme ich alle mit. Ich verkaufe noch ein bisschen, was ich so rumliegen habe. Was habe ich noch so rumliegen? Ich habe Kornisch hier rumliegen, was ich verkaufen könnte. Guck mal, das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Die Statuen, das hebe ich mir mal noch auf. Will Kavaloren von mir Geld haben, wenn ich dem was lerne? Nö, oder? Geschicklichkeitsbonus 5 für 500? Ich kann ja an Bossbar die Schatulle verkaufen. Na, ich gehe mal kurz zu Kavaloren. Der ist ja sitzt ja bei Vatras. Ich glaube, der kann mir noch was zum Jagen beibringen. Bei Torben waren die Dietriche. Okay, also heute haben wir auf jeden Fall ein kleines bisschen was geschafft hier. So, Kavalon. Das Meer gab das Land frei. Und ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Bäume, siehst du, Tiere, hatte ich mir doch Wölfe gedacht, dass die Paladin es hat. Das war wichtig. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Und Aranos gefiel, was entstanden war. Und er ach, das ist auch unnütz. Obwohl, Einhandwaffen. Ja doch, das nehmen wir mit. Oder wollen wir Bogen auch... Wollen wir beides einmal lernen? Einhandwaffe so und Bogen? War der Zorn Belians, dass er weil Geschick das ist eh zu teuer. Das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm. Aber dann habe ich kein Ausnehmen drin, ne? Ward ihm unter. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Oder mache ich zweimal Einhandwaffen? Das Land zerstört. Aber Inos sah, was geschehen war. Oder hebe ich die erstmal auf? Es ist immer so, weißt du was? Es ist so schwer. Und er erwählte den Menschen. Mache ich Einhandwaffen nochmal drauf? Und Inos sprach zu ihm und der Mensch. Oder nehme ich einmal Bogen mit? Wie viele Bogen haben wir denn schon? Und Inos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Wir haben jetzt Einhänder 15. Na, ich hab mich ja dafür entschieden, ich will ja später mal richtig als Bogenkämpfer an den Start gehen. Ich habe jetzt Einhänder und die Frage ist, nehme ich noch Bogen mit? Nehme ich, dann habe ich 18% bei Bogen und beides mache ich mit Geschick. Ich level beides über Geschick hoch. Geschick ist bei 31 momentan. Ich mache das so. Ich nehme jetzt noch einen Bogen mit. Fähigkeiten alle. Sicher? Weil ich will ja später Bogner sein. Das soll ja ein bisschen herausfordernd sein. Das soll ja ein bisschen herausfordernd sein. So, ich habe es jetzt gemacht. Wir haben jetzt einen Bogen. Ich habe nämlich noch nie
mit dem Bogen gespielt. Und das will ich einfach mal machen. So, warte mal, wo geht's hier raus aus der Stadt? Wir müssen in die andere Richtung laufen. Sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Krass, also die Geschichte. Irgendwann hören wir uns mal das gesamte Gebet da an von... Hier hoch da! Och Mann, irgendwann hören wir uns das alles an, was der hier zu erzählen hat. Mit dem Zorn der Götter und so. So, okay. Wir machen jetzt Folgendes. Ich starte jetzt noch. Wir laufen in Richtung zu den Typen, die da draußen... Ich sollte ja auch noch einen Teleporter finden, irgendwo in der Nähe der Taverne. Das hat ja auch nicht so gut geklappt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Nahkampf und Bogen ein bisschen verbessert. Sind da oben nochmal Banditen? Ich hoffe nicht. Wir laufen jetzt auf entspannt Richtung Taverne. Bin ich richtig überhaupt? Nö. Doch. Ich bin jetzt gerade, achso, an der Mauer ist lang gelaufen. Das kam mir so ein bisschen komisch vor. Hier wollten wir ja eigentlich vor und lang. Ich bin nur nochmal ganz kurz zwischen abgebogen. Da geht's ja hoch. Da geht's da zum Bauern und da geht's auch zur Taverne. Da geht's auch zum Kloster. Und da müssen, und da bin ich letztens, stimmt, irgendwo lang gelaufen. Und das Dumme ist, wir sind jetzt im neuen Kapitel und deswegen gibt es da wieder Monster. Die waren ja schon mal weg, die Monster. Ach, nee. Ein bisschen nervig. Ach, guck hier. Das ist, was ich meine. Da haben wir wieder Hornissen. Ich habe natürlich nicht gelernt, die auszunehmen. Gehen wir hoch, gehen wir oben lang. Die Erfahrungspunkte bräuchte ich zwar, aber vielleicht nicht jetzt. Gut, dann gehen wir hier oben durch und dann gehen wir da hinten durchs Banditenlager. Ich denke mal, die haben wir ja zum Glück auch irgendwie über Strategie weggekriegt. Die haben wir über die Bauern haben wir die besiegt. Ich höre hier schon wieder Geräusche. Sind hier wieder neue Viecher? Der Tote, der hilft mir nicht. Irgendwann werde ich mit dem was anfangen müssen hier, bestimmt. Sonst läge der hier nicht. Und hier war ich schon drin in der Kiste, ne? Ja, hier war ich schon drin. Und irgendwann verkaufe ich auch den ganzen Schmuck und Rotz, den ich eingesammelt habe. So, jetzt sind wir gleich in der Taverne. Und wenn wir an der Taverne sind, wo geht's? Warte mal, war das hier? Wo muss ich denn doch mal langlaufen? Hier geht's zum Minental, zum Pass geht's hier. Aber wo war die Stelle von der Taverne aus Richtung Kloster, würde ich sagen, ne? War das? Hier muss irgendwo. Ah, da sind wieder Scavengerino. Oh ja. Ach, auf dem Fried, da war ich noch. War klar, ne? Dass der jetzt rüberkommt. Weniger. Okay, danke. Der hat mir ein bisschen geholfen. Gab wieder Erfahrungspunkte in dem Moment. Auf dem Friedhof hinter der Taverne. Das ist natürlich eine geile Idee, weil da könnte ich mich gleich dahin beamen vielleicht, ne? Hinter der Taverne auf einem Friedhof. Also wenn wir jetzt, warte mal, da runter oder warte mal, wo ging es denn lang? Ich glaube mal hier. Genau, also hier sieht man ja auch, hier geht's ja, ist ja ausgeschildert, das Kloster. Hier runter. Und wenn ich da runter mal gucke, dann wird mir ein bisschen übel gerade, weil... Da sind zwei Wölfe. Wir könnten gucken, ob das Bogen lernen, was sie gebracht hat. Guck mal hier. Wie schwach, oder? Oh. Nichts zu holen. Aber immerhin. Gerade so, ne? Gerade so. Aber jetzt sehen wir auch langsam, dass die Sache mit den Heiltränken zum Problem wird. So, da unten haben wir die Innos-Statue. Und ich glaube, Vatras wollte, dass ich irgendwo an irgendeiner Statue bete, damit ich dem Ring des Wassers beigetreten kann. Ich glaube, das war seine Aufgabe. Aber ich werde jetzt nicht hier 100 Taler hinlegen. Ich höre was. So, auf jeden Fall muss ich, glaube ich, hier lang, ne? Hier muss ich jetzt lang. Und da... Oh. Was? Nein? Hier muss ich nicht lang. Guck mal hier. Wie viele Schüsse die fressen, alter Verwalter. Das ist, also das sind, die nerven natürlich auch. Das sind wirklich Mistviecher. Ey, das ist so nervig hier. Komm her, Mann. Komm her, Mann. Junge, nee, anstrengend. Hier ist noch einer. Ich weiß, dass da noch einer ist. Na, wo bist du denn? Wie kriegt man denn den da noch weg? Ich sag euch was, der wird gleich hier hochkommen und mich platt machen. Deswegen mache ich einen Zwischenspeicher. Okay, hat schon mal einer gesessen? Na komm, komm. Oh, getroffen. Durch den Stein geschossen. Das ist geil. So, phänomenal. Der hat mich zumindest auch nicht verletzt. Und jetzt gehen wir hier noch ein Stück lang. Und hier würde ich sagen, da kommt dann auch dieses Lager, wo noch der andere sitzt, bei dem ich lernen könnte, Tiere auszunehmen. Aber... Erst in 3000 Erfahrungspunkten wieder. Da wir aber jetzt hier eh alle Tiere alleine platt machen müssen und immer 110 Punkte kriegen für so einen Scheiß, vermute ich mal, wird das gehen. Achso, hier ist er der. Hä?
Warte mal, hier bin ich doch falsch. Hier bin ich doch... Unangenehm, hier bin ich doch falsch. Ich bringe mich jetzt um. Ins Kloster komme ich ja gar nicht. Also hier bin ich doch falsch. Da komme ich doch gar nicht auf diesen geheimen Weg lang, wo die da bei dem Tempel sind. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Rechts runter? Also ich bin mir sicher, es gab diesen Weg, wo noch ein... Aber ich sehe, wo ist denn der Tempel? Rechts am Kloster, meinst du? Am Kloster sozusagen vorbeigehen? Können wir mal gucken, ob ich am Kloster runterkomme. Aber ich dachte, da hinten... Na, dann muss ich mal... Also der Bogen ist gegen die Scavenger natürlich super geil. Aber wo soll ich? Links. Na, wir gucken mal. Also wir machen mal ganz schnell die Scavengers hier noch weg. Ah, ich bin schon zu weit. Okay. Das hat geklappt. Die da hinten hängen ein bisschen fest. Hier bin ich zu weit. Also hier links. Gleich links. Also muss ich hier weiter vorne links. Ich bin also bei den Feldräubern schon eigentlich zu weit. Ich muss schon hier vor um den Berg rumlaufen, stimmt's? Wir gucken mal auf die Karte. Pass auf. Also ich glaube, dass wir hier schon... Hier muss ich doch schon in die Richtung laufen irgendwie, oder? Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. So, wir gucken mal. Ich komme gerade aus Richtung Kloster. Und der Tempel ist... Ach, der Tempel... Das da oben ist das... Was ist direkt nord... Leicht nordwestlich von mir ist, ist ja nicht der Tempel, oder? Da oben ist das Kloster. Ach, da war ich gerade auf dem Weg. Zurück in Richtung Kloster. Hier sozusagen. So. Jetzt sind wir hier. Und jetzt kann ich ja hier am Kloster vorbeilaufen, rechts lang. Aber da bin ich doch nicht mit dem Laris lang gelaufen. Rechts unten halt, um die Berge rum. Hier bin ich falsch. Weil hier geht es nur direkt zum... Genau, auf der linken Seite ist das, wo der Typ steht. Ach, was muss ich den Typen... Bin ich falsch? Muss ich den Typen anquatschen? Hier ist links das Gebäude, wo der kleine Magier drin steht. Hier der... Der Nichtsnutzmagier, der hier. Aber das ist Iskarot. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hingelaufen wäre. Ich wäre jetzt dahin gelaufen, wo Laris war. Hey. Wie doof. Alter Verwalter, nein. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Oh, da wäre ich falsch gelaufen. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützen. Ah, wie blöd, ne? Segne mich. Ich segne dich im Namen Inno. Ja, haben wir schon mal gehört. Was hat er zu verkaufen? Ihr werdet jetzt wird es langsam spannend für mich, weil jetzt habe ich nichts mehr. Oh je, oh je, oh je, oh je. Na gut, okay. Hier ist noch Apfeltabak. Möge Innos allzeit über dich wachen. Hey, ich wäre jetzt dahin, wo die beim Tempel waren. Ja, oh, Junge, nee. Das heißt, da sind wir hier durch. Und jetzt können wir uns auf jeden Fall mal beim nächsten Mal anschauen, ob wir da oben diesen Friedhof finden, wo der Teleporter drin ist. Aber wir haben heute wieder, guck mal, 1,5 Stunden, ne, haben wir investiert und haben das eine oder andere gemacht. Wir sind sogar ein Level aufgestiegen und ich muss natürlich einfach mehr Monster killen. Ich muss mehr Erfahrungspunkte sammeln. Dann kommen wir beim nächsten Mal auch besser an die Sache ran. Ja, also Teleportstein. Das Problem ist der Friedhof. Wo ist der denn? Wo ist der Friedhof? Ich bin ja hier. Ich habe letztens nämlich schon mal bin hier rumgelaufen und habe es nicht gefunden. Ein Friedhof ist auf jeden Fall hinterm Großbauern. Oder geht's da unten zum Friedhof? Ich kann auch natürlich hier die Scavenger schnell wegmachen, weil die sind mit dem Bogen gut zu erreichen hier. Also da bin ich mit dem Bogen gut dabei. Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen Geschick... Wenn ich da noch ein bisschen Geschick lerne... Ah, Mist, der hat gesessen. Da ist nichts zu. Nichts zu plündern. Hinter der Taverne ist ein Friedhof. Kann mal gucken. Hinter der Taverne, also hier. Wenn wir jetzt drum herumlaufen. Ja, in der Taverne oben gibt es ja auch ein Bett für mich. Das ist kein Friedhof. Da oben ist auch kein Friedhof. Ein Loch, meinst du? Eine Höhle? Du meinst bei dem... In dem Berg hier drin, meinst du? Ja, ich weiß, wo eine Höhle ist. Bei dem Typen, da war ich letztens nämlich auch schon mal drin. Gucken wir mal hier, ob gleich irgendein Vieh kommt. Da unten ist eine Höhle. Bei dem... Hier war doch der Händler, der... Oh nein, oh, Viecher wieder. Am Friedhof. Es ist also. Ist das hier unten? Ist das doch kein Friedhof? Also hier ist zwar jemand gestorben. Aber als Friedhof würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Da ist nichts. Aber hier ist eine Höhle drin. Und da sind Mollerats drinne gewesen hier. Diese Viecher wie der gerade eben. Aber hier drinne, ich bin auch der Meinung, ich bin schon mal hier reingelaufen und da wäre was gewesen. Aber die haben wir also schon geknackt. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Die kriegt man nicht auf. Hallo, ist.
It's real, Reloman, herzlich willkommen. Leider ein bisschen spät, wir sind schon am Ende. Ich mache jetzt gleich aus. Wir wollten nur noch ganz kurz gucken, ob wir hier eine Höhle an einem Friedhof finden. Also hier unten, hier sind auch noch Steine, aber ich weiß halt gar nicht. Also ich dachte ja, Friedhöfe, die erkennt man an den Grabsteinen, ne? Da hinten ist auch noch ist auch noch mal ein Berg. Wie geht's dir, It's Reloman? It's Reloman, vielleicht auch. Da ist ja noch mal, da jetzt. Wie geht's so? Hast du eine schöne Woche gehabt? So, hier ist auch nochmal Stein. Oh, Feuernessel. Und ausnehmen. Hier ist ein, auch nochmal ein Berg. Aber ich sehe halt hier auch keinen links. Aha. Da bin ich also in die falsche Richtung bin ich also gelaufen. Aber hier sind nochmal, das ist auch nochmal Viehzeug. Dann gehen wir mal links. Gehen wir hier runter. Ja, also, sehr zufriedenstellend. Also war es doch auf der, da war das. Na, da gehen wir nochmal da hinten rüber. Da zum Viehzeug gehen wir nochmal. Ja, zurück. Vielleicht haben wir das mit dem Links und Rechts einfach falsch interpretiert. Kann auch sein. Ja, also bei mir geht es jetzt Montag wieder mit Action und Start und so los. Ansonsten sehr angenehme Zeit gehabt. So, da liegt auf jeden Fall jemand. Vielen Dank für das Like. Vielen Dank. Hier sind wir. Guck mal hier. Ja, ist dumm jetzt, was ich hier gemacht habe. Das war gerade total doof. Warte mal, weil ich muss nochmal ganz kurz... Oh, ich überziehe schon wieder. Das hatte ich gar nicht vor. So lange wollte ich gar nicht machen. Mann. Man muss auch mal ein Ende finden. Das ist bei solchen Spielen aber ganz schwierig, mal ein Ende zu finden, ne? Okay. Jetzt versuchen wir erstmal zu gucken. Ich habe doch gerade eben schon so eine wieder platt gemacht. Warum sind denn die auf einmal jetzt so nervig stark? Ey, weil ich den nicht treffe, ne? Weil ich immer vorbeischieße. Oh, ist mir warm. Ey, mir wird gerade übelst warm auch. Mir wird es gerade übelst warm. Es wird Zeit. Ich muss hier wirklich zum Ende kommen. Auf jeden Fall liegt hier ein Toter. So, da ist ein Moderat. Wenn wir jetzt ein Stück zurückgehen, dass wir jetzt erstmal nur einer kommt. Der hängt da am Baum. Aber er drei Schüsse braucht, das ist das Problem. Ich wollte Söldner werden, aber ich bin bei der Miliz. Ich habe es nicht geschafft, noch Söldner zu werden. Jetzt machen wir aber noch gerade ein paar Quests, die ich ja wahrscheinlich sogar hätte vorher machen können. Das war dumm, was ich da gemacht habe. Nicht beißen! Oh, richtig Glück gehabt. Ja, leider bin ich jetzt bei der Miliz. So richtig glücklich bin ich damit nicht. Das ist Gothic 2. Das ist Gothic 2, nach das Raben mit Hypermod. Hier ist ein Zerfetzer. Guck mal, den brennen wir erstmal noch an. Und dann ist... Guck mal, hier gibt's Pilze. Das ist Gothic 2. Ja, das ist richtig. Seep. Butlerfleisch. Oh, Mann. Es konnte aber... Natürlich, die müssen so... Meine Güte, da müssen sofort angerannt kommen. Lass mich doch einfach bitte in Ruhe. Haut doch einfach ab, bitte. Das hängt ja da oben, ne? Leute, wir müssen das beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal gucke ich nach da oben rein. Da holen wir uns noch diesen Teleporter. Aber für heute möchte ich mich gerne verabschieden, denn ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, vielleicht nächste Woche, unter der Woche mal abends oder so. Ich schaue mal, wie wir es am besten hinkriegen. Vielleicht auch morgen, Mittagsschlafzeit oder so. Wir gucken einfach mal. Ist ja immer eher spontan. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich speichere nochmal...